willkommen an Bord der Zöllner Airlines. Unsere Reisezeit beträgt knapp eine Stunde. Die Flughöhe wird bereits nach wenigen Sekunden erreicht. Bleiben Sie während der Reise angeschnallt oder losgelöst. Das überlassen wir ganz Ihnen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Ja, wir sind unmittelbar vor unserer 5. Watch Party. Wir sind sehr aufgeregt. Gensi ist ja zu Gast gekommen und wir haben den Rotwein schon warm gestellt. Ihr könnt euch auch schon mal das Knabberzeug rausholen und eine Flasche Rotwein öffnen. Hallo ihr Lieben, Skip Reinhardt hier. Trompeter bei die Zöllner für über ein Vierteljahrhundert. Wie halte ich so lange aus mit diesen alten Säcken? Weil ich selber einen alten Sack bin, der den Funkenmusik liebt. Ihr seht heute Abend was ganz Besonderes. Wir haben so fast eine kleine Dokumentation zusammengestellt über die letzten 4 Alben, die wir aufgenommen haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs unterwegs zu sein. Traditionell würden wir dieses Wochenende im Kesselhaus der Berliner Kulturbrauerei spielen. Aber ihr wisst ja alle, warum das nicht stattfinden wird. Lass mich nicht fallen. Wir sagen nicht, wir machen diese oder diese Musik. Wir machen einfach Musik. Ist das Leben nicht wunderbar? Guten Morgen, Amerika. Winkt nochmal in die Kamera. Auf dem Sunset Boulevard. Wir fliegen dynamisch durch unterschiedliche Stilistiken und unterschiedliche Gefühle. Improvisationen können ausufernd sein. Ja. Uferlos. 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 Lass es zu, dass wir uns kriegen. Lass uns nicht einfach links liegen. Lass es zu, la la, dass wir uns retten vor Ersaufen in leeren Betten. Doch dein Herz, das lass zu. Lass es zu. Doch dein Herz, das lass zu. Lass es zu. Wir waren ja im Prinzip immer eine Band, die versucht hat, so ein bisschen was, also nicht so Mainstreamiges zu machen, ein bisschen außergewöhnlich, ein bisschen rumexperimentieren. Und so ist ja eigentlich auch das neue Album, was wir jetzt gemacht haben, auch wieder so eine bunte Platte mit allen möglichen Stilistiken. Und das macht natürlich Spaß und wird auch nie langweilig. Was geht ab? Willst du dich ergeben? Zum 25-jährigen Jubiläum machen wir es endlich mal wieder mit dem ganzen alten Besteck, mit der ganzen Opulenz, die die Zöllner auch haben. Begegnung ist es für uns alles. Wir sind ja schon viele Leute, aber am liebsten würde ich noch mehr haben. Weil ich bin nicht ein Typ, der etwas vorträgt und wiederholt, sondern ich möchte gerne gleichzeitig Zuschauer sein. Wenn ich irgendwie gute Musiker auf der Band sehe, wie die Zöllner Horns oder einzelne Instrumentalisten, dann bin ich gleichzeitig Zuhörer. Und das liebe ich. Das ist Neuland. Wir haben neue kreative Leute in der Band. Und das ist vor allen Dingen Andreas Behles von den Söhnen, der sich stilistisch und emotional unheimlich einmischt. Der bringt dort eine gewisse Leichtigkeit rein. Wir haben die Arrangements geöffnet. Das heißt, wir hören uns so zu, dass es passieren kann, dass ein Song auch mal eine Viertelstunde lang läuft, weil wir die momentane Emotion aufnehmen und laufen lassen. Das hat er uns ein bisschen beigebracht.
zwei große so wie Sessions gemacht, wo wir uns wirklich aufs Land begeben haben. Und da haben wir das aufgenommen und rumgejammt und gemacht. Das hat sich wirklich bezahlt gemacht, also dadurch das ist es unheimlich lebendig. Was geht ab? Willst du dich ergeben? Was geht ab? Für Wasser und Brot. Was geht ab? Komm, wir feiern das Leben. Was geht ab? Komm, wir feiern den Tod. Über die Jahre sind wir gewachsen zusammen. Und ich fühle mich einfach zu Hause bei den Zöllnern. Hast du mich erst erwählt, dann gibt es nichts, was mir noch fehlt. Du und ich in Ewigkeit. Der Blick ein Stück zurück, ich bück mich nicht fürs kleine Glück. Im Angesicht der Herrlichkeit. Jeder, der uns hält, der uns jetzt den Weg verstellt, wird am Ende untergehen. Du wirst es schon verstehen, das lässt ihn nicht mehr drehen. Ich kann die Zukunft sehen. Was geht ab? Willst du dich ergeben? Was geht ab? Für Wasser und Brot. Was geht ab? Komm, wir feiern das Leben. Was geht ab? Gorstein hat unsere Platte zu Ende gemixt und er hat sich derartig reingeschmissen. Er hat diese ganzen unterschiedlichen Sachen, die wir auch stilistisch darauf haben, nochmal irgendwie verbunden. Hilfe, Mama, die Russen kommen. Ich habe mit Russen eine Zeit lang Musik gemacht. Und da wir auf dieser Platte besonders viel experimentierten, habe ich noch eine alte Idee meiner Begegnung mit den Russen mit eingefügt. Eigentlich ein sehr profaner Titel. Aber dadurch, dass der eben rhythmisch von dieser Band ganz anders aufgefasst wurde, also nicht diese da, sondern einfach dagegen gespielt, ist es eine sehr interessante Nummer geworden. Wie soll ich kennenlernen? Will das Lied noch einmal mit dem Akkordeon? Das ist das erste Mal gehört, ah, das war herrlich. Ja, die Chöre, herrlich, sowas ja, so. Ganz tolle russische Chöre drin. Das Akkordeon, dieses virtuose Akkordeon. Mhm. Und ich dachte, wo kommt denn das plötzlich her? Mhm. Das war super, das war für mich ein super Moment. Mir sind beim Musikhören Texte extrem wichtig. Und Lyrics sind ja nun nicht unbedingt das, was bei Funkbands unbedingt die Nummer eins ist in der Musikgeschichte. Die Zöllner haben aber das Glück, dass sie einige großartige Texte im Oeuvre haben oder einige Songs mit großartigen Texten. Und ich liebe besonders Texte, die einigermaßen vage sind und dem Hörer, der Hörerin, viele Interpretationsmöglichkeiten lassen. Und das ist ein ganz schmaler Grat, das nicht zu verkacken und hinzubekommen. Da fällt mir eben genau zu dem Thema ein Song vom Uferlos-Album, an dem ich leider gar nicht mitgewirkt habe. Aber mir macht es Riesenspaß, diesen Song zu spielen und zu hören und auf der Bühne zu erleben. Zu spielen auch, weil mein geschätzter Kollege Andy Bayless da ein kongeniales Gitarrenintro erfunden hat, was nur aus zwei Tönen besteht. Und jetzt wissen die meisten wahrscheinlich schon, um welchen Song es sich handelt. Ich spiele dieses Intro mal an. Beide dieselbe Sprache, nur dass ich lache, wenn du weinst. Wir haben beide denselben Vater, der uns verließ vor einer Ewigkeit. Sei das Schlachtfeld
meine Gaben. Wir sind blind, doch wir sind zu zweit. Lass mich nicht los, ich will nicht wissen, was du fühlst. Lass mich nicht fallen, ich will nicht hören, dass du mit mir spielst. Lass mich nicht los. Lass mich nicht fallen. Schau doch, die Dämmerung ist verschwunden. Sie sucht woanders in ihre Zeit. Brich nicht die Stille, schlag keine Wunden, bevor du unseren Tanz bereust. Komm, lieb mich und meine Leiden, lass die doch reden von ihrem Sieg. Wir können das Ende nicht vermeiden, von der Idylle im Krieg. Lass mich nicht los, ich will nicht wissen, was du fühlst. Lass mich nicht fallen, ich will nicht hören, dass du mit mir spielst. Lass mich nicht los. Ziehen wir nochmal durch. Jetzt machen wir das in einer vielleicht absolut idiotisch großen Besetzung, aber wo sich viele Menschen darin finden. Ich bin wie Sand, der Wind weht mich umher. Der Traum ist als Zukunftsaussicht sozusagen der Zirkus Zöllner. Man holt sich rum, wenn man vor Ort ist, wieder Gäste und ja, lebt das wirklich so, so offen und versucht den Spirit so ein bisschen rauszutragen. Es macht Spaß. Es macht Spaß, wie wir die Platte aufgenommen haben. Es macht Spaß, wenn wir proben. Die Mucke läuft, ich soll was sagen. Schreien, weinen, meckern, klagen. Nicht beschweren, noch mir fällt ne Stein. Meine Seele ist pur und rein. Kein Alkohol, kein Nikotin. Kein Gras, kein Koks, kein Heroin. Ich bin auf dem Glückstrip hängen geblieben. Höre die schönsten Harmonien. La 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 la. Gestern haben wir eine Probe gemacht zum Beispiel und wir wollten gar nicht aufhören zu spielen. Wir haben miteinander Musik gemacht und alles tanzte in diesem Proberaum. Wir haben das große Glück, dass wir sowas immer noch empfinden können. Uferlos. Hey, ein herzliches Hallo aus Dresden. Mein Name ist Oliver Klemp. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin seit ziemlich genau 9 Jahren
Bassist in meiner absoluten Lieblingsband, in der Band Die Zöllner. Und auch nach 9 Jahren muss ich sagen, es ist nach wie vor meine Herzensband, für die ich alles stehen und liegen lasse. Bei den Zöllnern spielen zu dürfen, erfüllt mein Herz mit großer Freude und darüber bin ich sehr dankbar. Die Band ist für mich Nährboden zur Verwirklichung meiner Ideen und somit lebensnotwendig. Wenn der Himmel mir am Arsch hängt und mein Arsch hängt in der Luft, es ist egal, was ich grad denke, denn morgen ist es sowieso verbrochen. Ja, du musst nicht ständig simsen, simsen. Ich schreibe dir heute eh nicht mehr zurück. Ist ja nicht so wie sonst bei diesen modernen Sachen, dass da einer singt und dann wird da eine Soundwurst runtergelegt, damit der Sänger gut dasteht. Hier hat jeder versucht, dass er mit seinem Instrument zur Geltung kommt und insofern ist es ein ganz schwieriges demokratisches Unterfangen. Ja, hier sind ja viele gute Talente am Start und die haben natürlich auch viele eigene, unheimlich kreative Ideen. Was treibt einen an? Man macht doch nicht Musik einfach nur der Musik willen, sondern man macht ja Musik als, also ich zumindest, als Psychotherapie. Ich mach mich auf die Reise. Ich spiele schon immer unheimlich gerne mit der Niederlage. Auf einmal wird es leise. Also es zieht sich durch alle Zöllnerplatten. Der Unterschied ist nur, dass es für mich sonst eher fiktiv war. Das muss man erstmal schaffen, so uncool zu sein. Ich meine, alle verstecken sich hinter einem Gestus und alle wollen sich auch mit Musik schmücken, auch die Zuhörer. Wer kann denn sowas schon aushalten? Ich finde es sehr schön. Ich bin sehr stolz auf dieses Lied, weil es erinnert mich so ein bisschen an diese Hilflosigkeit von Junimond. Die Welt ist verschneit. Alles fällt aus der Zeit ins ewige Eis. Wo ist dann die Wahrheit? Alles dreht sich im Kreis. Gegen den eigenen Willen, immer derselbe Film. Bei Tag und bei Nacht, keiner kann ihn abstellen. Du allein. Du allein hast die Macht. Ich glaub nicht an den Morgen. Ich glaub nicht an den Morgen. Ich glaub nicht an den Morgen. Ohne dich, so ohne dich. Ich glaub nicht an den Morgen. 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 Ohne dich. Ich kann sie verstehen, deine Sehnsucht nach ihm. Als ich schlief, du sagst, das war ein Spiel. Doch ich fiel abgrundtief in eine Welt dahinter. Auf einmal war es Winter. Meine Schneekönigin, dein Herz schläft auf Eis und ich weiß nicht wohin. Ich glaub nicht an den Morgen, ich glaub nicht an den Morgen, ich glaub nicht an den Morgen, ohne dich, so ohne dich. Ich glaub nicht an den Morgen, ich glaub nicht an den Morgen, ich glaub nicht an den Morgen. Ich glaub nicht an einen Morgen ohne dich.
Nächte. Tausend dürre Lichter über mir. Es tut unendlich weh und ich geh und ich geh durch die Tür. Ich mach mich auf die Reise. Auf einmal wird es leise, warm und schön, und die allerletzten Gedanken vergehen. Glaubst du noch an die Liebe? Glaubst du noch an die Liebe? Glaubst du noch an die Liebe? Glaubst du noch an deine Liebe? Glaubst du noch an die Liebe? Glaubst du noch an die Liebe? Glaubst du noch an die Liebe? Glaubst du noch an deine Liebe zu mir? Glaubst du noch an deine Liebe zu mir? Glaubst du noch an deine Liebe? Der Unfall in der Liebe beginnt immer mit der Sprachlosigkeit. Und man kann es nicht aushalten, dass der andere es nicht versteht. Man möchte eigentlich die Liebe wiederbeleben. Erstmal, indem man gegenseitig sich Schuldzuweisungen macht. Das fängt ja harmlos an mit diesen Worten. Du machst immer das. Nie bist du so und so. Das sind so die ganz typischen Sachen, so, wo eine Beziehung zu kriseln anfängt. Und aus der Asche steigen empor, klüger und stärker als je zuvor. Zwei junge Seelen, mutig und schön. Sag mir, wie soll sowas gehen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Und ich finde, das ist ein gutes Thema, diese Unfähigkeit, obwohl es eigentlich schon zu Ende ist, einfach wegzugehen. Manchmal geht man zu spät weg. Und später, wo ich ein bisschen Deutsch kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wie aus dem Leben gegriffen die Texte von Scholle sind. Und ich könnte mich sehr gut identifizieren damit. Die Freiheit zu haben, zu machen, was man will, als Musikproduzent und als Musiker, sozusagen dieser Personalunion in dieser Band und auch als Sänger, jetzt sogar als Leadsänger bei Krieg, wo ich dann sogar mal die Hauptstimme mitsinge. Das ist einfach Hochgenuss. Steigt ein winziger Stern und die Sehnsucht wird so groß, denn das Glück ist so fern. Wir müssen durch Trümmer marschieren, um Ruinen zu kapitulieren, bevor wir uns völlig verlieren. Und aus dem Wasser durch Trümmer steigt ein Flug. Wir versuchen uns eine neue Identitäten zu geben über Facebook und alles Mögliche und machen uns zu großartigen Menschen. Und dabei sind wir einfach nur großartige Lügner alle. Und es ist doch die schönste Liebeserklärung, wenn man bei dieser wandelbaren Zeit zu jemandem sagt, du bist die Wahrheit. Oh,
Ewigkeit. Hallo liebe Gemeinde, einen Gruß aus meiner Ödnis. Ich vermisse euch. Das Musizieren vor wirklichen Menschen lässt sich durch nichts ersetzen. Auch das eine neue Erfahrung. Vor allen Dingen vermisse ich aber meine Kollegen. Es ist viel zu lange her, dass wir zusammen auf einer Bühne gestanden haben und es fehlt mir ganz dringend. Also, auf diesem Wege, lasst uns auf bessere Zeiten hoffen und durchhalten. In Liebe, Herr Meier. Ist alles startbereit? Nun einen kleinen Teil Gymnastik vom großen Fest. Die erste Übung ist, wir fallen in den Hockstand und spreizen das linke Bein gestreckt zur Seite und holen das auch wieder zum Hockstand zurück. Und Yeah.
aber täglich diese Übungen wiederholen, damit sich nie mehr ein Muskelkater einstellen kann. Ich hoffe sehr, dass wenn wir diese wirklich für Künstler und für viele andere Leute auch sehr schwierige Zeit überstanden haben, euch wieder auf diversen kleinen und großen Bühnen sehen zu können. Und bis dahin seid lieb gegrüßt, habt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und bleibt gesund. Alles Gute, ciao, bis demnächst. Sonne scheint mir ins Gesicht. In dem Café, wo wir uns trafen, schau ich nach, da bist du nicht. Eine Latte könnte ich vertragen. Ich bin mit Geld, ich hock mich hin. Ich hab so Glück, was soll ich sagen, dass ich in Deutschland wohnhaft bin. Ich schau die Welt an, schaut mich an. Ich sag Hallo, die Welt sagt nix. Ich schau die Welt an, die Welt schaut mich an. Ich sag Hallo, 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 Hallo. Ich hab paar Zettel in der Tasche, das Angebot ist nicht die Welt. Leiharbeit für wenig Asche. Ich hoffe, dass der Akku hält. Wen darf ich noch um Feedback bitten? Braucht das Land kein Personal? Gegen den Verfall der Sitten wär ein guter Job die erste Wahl. Vorbei, um mich zu küssen, das ist alles Nahverkehr. Ich sitze still, wie aufgeplustert, wie ein Pinguin am Pol. Als die Nacht das Land verdustert, sage ich den Tag, leb wohl. Ich schau die Welt an, schafft es im Speziellen, gesellschaftliche Dinge zu betrachten, darüber, dass man ein Mitgefühl hat für die sozial an den Rand gestellten. Der beschreibt manchmal auf so schmerzhafte Weise, dass Liebe nie ganz funktioniert, dass man sich bloß immer mal kurz begegnet. In der Liebe gehen wir auf, öffnen wir einander weit. So viel Glück ist kaum zu fassen, nur mit sehr viel Zärtlichkeit.
In der Liebe ist es hell, wie an einem Himmel mit zwei Sonnen. Und es fühlt sich immer an, als hätte es gerade erst begonnen. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin. Ich bin ein großer Fan von Werner Karma. Das war ich schon zu Zeiten, als ich selbst noch gar nicht Musik gemacht habe. Und ich habe mir damals die ersten Silly-Platten und auch die Platten von Pension Volkmann, die habe ich mir immer und immer wieder angehört. Die Musik hat mich auch sehr interessiert, aber eigentlich waren es für mich die Texte. Ich wusste zu Anfang nicht mal so genau, wenn dahinter stand Karma. Ja, ich war eben jung. Ich wusste nicht mal genau, dass das ein Mensch ist, der dahinter steckt. Ich habe noch nicht mal ein Foto gesehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Habe kein Bild vor Augen. Als ich zum ersten Mal den Song Immer einer gehört habe, hat mich das so weggebrezelt. Mich hat der Text in seiner erbarmungslosen Wahrhaftigkeit einfach erschlagen. Und es war klar, dass es ein Karma-Text ist. Die Texte von Werner Karma, die haben ja so eine Tiefe und die sind so auf den Punkt und so. Das ist natürlich großartig. Scheiße, scheiße, scheiße. In Uniform geschissen. Von überall nur Kugel, hungrige Hornissen. Was tut er da, wer reitet auf seinem Arsch durchs Feuer? Leicht verdientes Geld. Ich fürchte, das wird teuer. Die Sehnsucht des Soldaten zählt nicht auf Heldentaten. Nicht mal auf dem Sieg. Er will bloß bleifrei durch den Krieg. Die Sehnsucht des Soldaten zieht nicht auf Heldentaten. Ich habe natürlich von Werner Karma eigentlich keine Ahnung. Ich kenne ein paar Texte, die wir ja auch schon länger im Repertoire haben, die man mir so untergejubelt hatte. Ich dachte immer, das wäre ein Scholles. Jetzt stellt sich raus, ach nein, die hat ein Mann im Hintergrund geschrieben. Bei den letzten Platten war es immer so, dass es immer noch Möglichkeiten gab, Sachen zu ändern, Spielräume, die zwar schön sind, auf der anderen Seite ist es aber auch gut, wenn man eine klare Entscheidung trifft und sagt, so bleibt's jetzt und der Text bleibt so. Und das, finde ich, macht es uns einfacher. Das macht es auch Scholle einfacher, jetzt einfach zu sagen, so, ich singe das Ding jetzt ein. Sie haben ja noch kaum gelebt, wenn das Schwert der Fleischerei droht über ihnen schwebt. Kaum am Druck, schon ist vorbei. Weit und lange vor dem Ziel, was haben sie erlebt? Nicht viel, sie sind noch in der Pubertät, wenn Sterben auf dem Zettel steht. Freiheit ist kein Schweinewort, die Schweine sehen das gar nicht so. Nächste Haltestelle Mord, sie hatten nie ein Beet im Stroh. Nie so richtig rumgesaut mit einer heißen Schweinebraut. Hatten nie im Leben Spaß, dann gehen sie auch schon ab ins Gas. Thank you.
Sie haben ja noch kaum gelebt, wenn das Schwert der Fleischerei drohend über ihnen schwebt. Kaum Abbruch, schon ist's vorbei. Weit und lange vor dem Ziel. Was haben sie erlebt? Nicht viel. Sie sind noch in der Pubertät. Wenn Sterben auf dem Zettel steht. Freiheit ist kein Schweinerum. Die Schweine sehen das gar nicht so. Nächste Haltestelle Maus. Sie hatten nie ein Weg im Stroh. Nie so richtig rumgesaut. Mit ner heißen Schweinebraut. Sie hatten nie im Leben Spaß. Da gehen sie auch schon ab ins Gas. Keine Schweine, wir essen keine Schweine mehr. Keine Schweine, nein, wir essen keine mehr. Wer Hunger hat, hat keinen Humor. Haut herzhaft wie der Schöpfer drauf. Sich die armen Schweine forschen, klappen ihre Kehlen auf. In unteren Flüsschen fließt das Blut, die Blutwurst fordert auch Tribut. Die Leute essen gern und fett, doch gib uns unser täglich Mett. Ihre Herzen sind so groß, wie unsere, sie platzen schier. Vor Furcht, die Furcht ist grenzenlos, sie haben Angst genau wie. Vertrauen uns um einen guten Grund. Leider sind wir nicht wie sie. Drum gelaufen für das Vieh. Keine Schweine, wir essen keine Schweine mehr. Keine Schweine, nein, wir essen keine mehr. Keine Schweine, wir essen keine Schweine mehr. Keine Schweine. Oft ist es so, dass die jungen Bands einfach diese Spielfreude haben, diese Verrücktheit, auch mal Dinge zuzulassen, die einfach nicht normal sind. Und ich habe hier eigentlich seit langem noch mal was gefunden, wo beides zusammenkommt, wo Leute einfach wirklich frei sind, kindlich Sachen machen und auf der anderen Seite auch hervorragende Musiker sind. Also ich habe wirklich teilweise Gänsehaut bekommen bei den Dingen, die wir gehört haben. Ganz vorneweg Gänsi, was er da aus dem Bösendorf herausgeholt hat. Liebe sind wir sanft, wir vertrauen einander blind. In der Liebe sind wir sicher, weil wir nicht alleine sind. In der Liebe sind wir schöner, sehr viel schöner als wir denken. Ein paar schöne Seelen, die sich mit schönem Fleisch beschenken. Gott sucht Götter, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin. In der Liebe ist's egal, wer wir sind, wie groß, wie klein. Du passt rein in mich und ich pass trotzdem in dich rein. In der Liebe haben Leute viel mehr Mut und schlafen besser. Mut ist gut fürs Überleben in der Welt der Menschenfresser. In der Liebe finden wir Schutz wie in einem Gotteshaus. Weil wir Gott und Göttin sind, müssen wir da auch nicht raus. Außer Liebe braucht die Welt wohl keine weiteren Majestäten. Das ist echter Gottesdienst, seine Liebe anzubeten. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin.
voneinander weit. So viel Glück ist kaum zu fassen, nur mit sehr viel Zärtlichkeit. In der Liebe ist es hell, wie an einem Himmel mit zwei Sonnen. Und es fühlt sich immer an, als hätte es gerade erst begonnen. Die Zöllner, was soll ich sagen? Wir verstehen uns alle sehr gut. Also wenn es Probleme gibt, würde ich sagen, wir lieben die Bläser. Also ich liebe die Bläser, aber die Bläser lieben irgendwie nicht uns. Uns Background Girls. Irgendwie scheint da eine gewisse Konkurrenz zueinander zu bestehen. Obwohl wir alle so unterschiedlich sind, ja? Streitigkeiten gibt's immer mal. Und das ist auch gut so. Jung, alt, dick, dünn, schwarz, weiß, ja, da gibt's ja gar keinen Grund zur Konkurrenz. So, der Gensi, den mag ich besonders, aber dem wollt ihr nicht bei Nacht begegnen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich immer mal wieder dabei sein kann. Es macht mir irre Spaß und ich würde sagen, ich bin der größte Fan von den Zöllnern. Hey, hey, gib mir Musik. Projektes ist tatsächlich, dass wir zum ersten Mal ein Live-Album einspielen. Also Live-Album heißt nicht nur, dass wir live im Studio spielen, sondern dass wir auch live vor Leuten spielen. Das heißt also, die uns sozusagen Energien geben, die wir wieder zurückspiegeln. Wenn wir in einem Studio völlig abgeschottet etwas einspielen, dann ist es wie eine Selbstbefriedigung. Aber Sex wird es erst, wenn Publikum da ist. Und wenn wir in Interaktion mit diesem Publikum gehen, denn Musik ohne Reaktion ist gar nichts. Und wenn wir eine Reaktion bekommen, dann fangen wir an zu fliegen. Allein, allein.
Hey Leute, das ist aufregend. Wir sind die Zöllner und wir haben uns zu diesem Anlass ein Lied ausgegraben, was in den letzten Tagen im Land vor unserer Zeit entstanden ist. Ein Lied der Sehnsucht und der guten Hoffnung. Viel zu weit. Ich finde ja, das ist unsere kreativste Zeit. Finde ich auch. Die letzten 8 Jahre. Die Band ist wirklich zu einer Professionalität gekommen. Die war schon immer sehr gut, aber ich denke, wir haben jetzt stärkste Kombo zusammen. Oder? Jetzt ist wirklich die stärkste Kombo. Und leider kommen wir nicht so richtig zum Spielen im Moment. Aber ja. das kommt schon wieder, oder? Die Augen sind weit weg. Was nützt es mir? Lauf ich hinterher? Bleib ich hier? Du hältst mich nicht fest. Doch ich bin nicht frei. Die Füße laufen los. Ich bin nicht dabei. Ich hab dir erzählt, was mich schon lange quält. Du hast mich befreit von meiner Übelkeit. Ich ahne nur, was du fühlst, doch eins weiß ich, dass du meine Wunde kühlst. Viel zu weit, meine Blicke sind viel zu weit, viel zu weit fort. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wo ich live mal mit die Zöllner wieder spielen kann. Ich vermisse es ungemein. Bleib gesund bis dahin und halte den Funk am Leben. Gesucht in meiner Hast, doch dass du es bist, hab ich fast verpasst. Meine dünne Haut ist ganz aufgeraut. Ich glaube, du hast mich gleich durchschaut. See you.
Zöllner, lieber Vielen Dirk. Vielen Dank an die Zöllner. Ich grüße euch ganz, ganz lieb. Ich vermisse euch sehr. Wir haben im Jahr 2019 ganz viele schöne Konzerte miteinander gespielt. Schön in der großen Elf-Mann-Besetzung und im Jahr 2020 kein einziges. Und darum tut es uns sehr leid natürlich. Zurzeit höre ich am meisten unsere schöne Platte, die letzte Zack-Zack-Sessions. Das hat uns so einen Spaß gemacht, die einzuspielen, einzusingen und natürlich auch letztes Jahr live zu performen. Wie fandst du das, Charlie? Ist schon eine geile Band. Ist schon Hammer. Also würde ich auch gerne mal wieder machen, so richtig live. Oh ja. Komm, darauf. Auf die Zukunft. Auf die Zukunft, genau. Dass sie bald los. Lasst es euch gut gehen. Ja. Bleibt gesund. Wir werden bald wieder live auf der Bühne stehen. Wir werden uns wieder umarmen können. Und ja, wir haben uns dieses Jahr des Öfteren mal gesehen, aber wir vermissen unsere Kollegen wirklich über alle Maßen. Und wir vermissen euch. Auf euer Wohl, auf die Gesundheit. Bis bald.